Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde PvP. Mit Konstantin. Hallo. Und natürlich müssen wir hier jetzt auf Blöcke geiern. Und wir spielen Beta Bed Wars. Und man sieht, ich bin wieder hier am No-Shiften as fuck. Das ist ja, nicht am No-Shiften, sondern am No-Shiften, Fabian. Ich dachte gerade schon, das sieht mir auf One-Stacken. Ja, mach du mal No-Shift, dann reden wir weiter. Aber okay, du scheinst ja auch das Normale nicht zu können. Ja, ich muss auch erstmal einspielen. So eine zweite Runde. Da ist eine Chestplate für mich. Für dich von mir. Meine Güte. Und aber ja. Nimm sie trotzdem. Soll ich mal zeigen, wie ich hier No-Shifte? Ja. No shiften, nicht fast bridgen. Ah, das verwechsel ich immer, sorry. Ja, vor allem richtig gut genoshiftet. Okay, vier Blöcke hier Moonwalk. Moonwalk. Wetten, du schaffst nicht mal zwei Blöcke. Ah. War klar. Es war klar. Ja, trotzdem war es klar. Ja, das habe ich auch nicht gesagt, dass du nicht überlebst. Auf jeden Fall denke ich, werde ich das Ganze auch so ein bisschen zusammenschneiden. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie euch mein Schnitzel gefällt. Und ich habe mir gerade Wolkenblöcke gekauft. Genauer gesagt 27 Stück. Nice. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand zu uns kommt, aber ich denke schon. Und zwar einer, der ziemlich laggt und ein Schwert hat und voll equipped ist. Ja, lag mich doch am Arsch. Oh mein Gott, ich hab ihn. Ja, ich hab's gesehen. Weißt du was? Als Belohnung bekommst du ein Eisen von mir. Komm mal her. Guck, hier bekommst du ein Eisen. Danke, brauch ich aber nicht. Nimm's trotzdem. Oder ich mach nichts. So, Rüstung. Man sieht hier natürlich auch bei mir, Hotkey perfekt am Start. Ist ja nicht so, dass ich seit einem Monat oder so kein Bad Wars mehr gespielt habe. Nee. Und wer hier das so toll gebaut hat, Respekt. Wobei, seit einem ganzen Monat stimmt es eigentlich nicht. Ich habe eigentlich, wir haben gerade vorher schon so eine Runde zum Einspielen gespielt, aber die zähle ich einfach mal nicht dazu. Du weißt wieso. Die kann man auch nicht dazu zählen. Wenn das jetzt Team Rot ist, ich würde ausrasten, aber Gott sei Dank. Was denn? Jetzt abfacken, dass ich ihn töte, obwohl er zu einem anderen Team geht. Ich gehe nicht zu Team Gelb, ich gehe einfach mal gemütlich, genüsslich. Das ist nicht Team Gelb, das ist Team Grün. Ja, deshalb, ich gehe nicht zu Team Gelb, sondern zu Team Grün, weil ich bin gerade auf dem Weg zu Team Gelb gewesen. Ich baue das Bett ab. Oh mein Gott. Ich habe keine Spitzhacke. Ich auch nicht. Ich versuche dich zu halten, ich komme. Wie soll ich die denn halten? Was weiß ich? Hab mit dem halben Herz bin ich einfach rumgerannt. Ach, du bist tot? Boah, bist du scheiße. Junge, willst du mich verarschen? Ich hatte nur einen Knockback-Sneak. Du kennst meinen Humor. Nee, ich raste jetzt aus. Ich hab jetzt wieder so einen Hals, ey. So einen Hals hast du? Ich hätte gedacht, du hast so einen Hals. Aber gut, wenn du so einen Hals hast, dann, naja. Werde ich trotzdem weitermachen. Ja gut, ne? Ich will ja nicht sagen, dass da jemand von Bett war. Ich will ja nicht sagen, dass ich mich gerade equipped habe oder so. Weil, weißt du was? Ich glaube, wir gehen zu Team Gelb. Ich glaube, Team Gelb ist nicht ganz so gut. Nein, wir gehen jetzt zu Team Grün, Fabian. Was unser Mate auch immer da macht. Weil die gerade zu uns kommen. Tja, dann machen wir das. Wenn der das überlebt hat. Also, okay, ich baue ab, töte du, ich baue ab. Meine Fresse, dann halt doch nicht. Was denn? Das ist jetzt aber schon Team Blau, ne? Nee, Team Gelb. Blau, Gelb. Oh mein Gott, wenn ich jetzt überlebe. Ich dachte gerade. Oh, hier ist ganz schön viel Zeugs. Ich fastpush mich jetzt einfach mal über die, oder auch nicht. Nice, werde von Grün gestompt, wenn ich zu Team Gelb gehe. Ist wunderbar von dem. Und wird er mir büßen, wenn... Ne? Also, der Grüne gehört mir. Ja, okay. Meine Güte, das ist... Ich gar nicht jetzt extra. Dass ich vielleicht wenigstens einen bekomme. Ich habe auch nur einen. Du kannst ja, ja jetzt. Zu
Team Rot gehen. Das sind auch noch zwei. Aber der Grüne, der hat, mit dem habe ich schon Rechnung offen. Ja, ich auch. Nice. Soll ich dir irgendwie helfen? Nee, passt schon. Ich werde den Grünen jetzt bekommen. Und ich hätte mir vielleicht Blöcke mitnehmen sollen. Ich habe Koppe. Soll ich runterspringen? Nee. Ich krieg den Gelben. Auch so. Ich sollte mir vielleicht doch Blöcke mitnehmen. Einen habe ich und jetzt kriege ich den Grünen noch. Digga, wie er leckt. Geht's, Fabian? Wir sind böse. Ja, wie gesagt. Wenn wir die Runde gewinnen, wird sie trotzdem vielleicht nicht ganz so spannend werden. Bedankt euch hierfür einfach mal bei meinen Kollegen. Da ist der Name nochmal ganz fett eingeblendet. Das ist der andere in der Party. Er heißt auf Goma HD so, er heißt auf anderen Servern auch so. Und ja. Wie gesagt, macht das mal. Ich freue mich über meine zwei Kills, die ich da noch gerissen habe. Und ja. Hängen wir nochmal eine zweite Runde dran. Ja, machen wir eine zweite Runde. Wir sehen uns gleich wieder. Nächste Runde, nächstes Glück. Das erste Mal, dass ich auch diese Map hier spiele und habe mir drei Wolkenblöcke gekauft, ist nice auf jeden Fall. Digga, was hast du da? Yay! Oh, ich bin so blöd. Kein Kommentar. Wie du alles einfach kommst und kommst. Und bei dieser Map stellt sich einfach jeder in den Villager rein. Ja, und vor allem jeder, ich bin mir ziemlich sicher, dass es jeder macht. Denkt sich, oh, haben die voll von Revi abgeklaut. Ja. Weil es einfach stimmt. Oh mein Gott, ich falle hier wirklich runter mit dieser Map. Die ersten drei Male, wo ich hier gespielt habe, ich bin einfach direkt instant immer runtergelaufen. Tja. Wäre ich eigentlich jetzt auch, aber irgendwie hab ich's überlebt. Was Revi definitiv besser gemacht hat, sie haben die Blöcke so platziert, dass man besser koordinieren kann, wo man hinspringt. Hier ist es so, wenn immer ich... Entschuldigung, muss das sein? Nice, da ist ein Gegner. Nee, ich dachte gerade, da wäre ein Gegner. Ich baue auf jeden Fall jetzt hier nochmal meinen Safe-Weg. Da ist doch ein Gegner. Und nice, okay. Unser Bett ist weg. Ich glaube, die Map wird dann doch nicht Runde wird dann doch nicht genommen. Immerhin habe ich 28 Coins bekommen. Und wir sind hier. Alles klar. In der zweiten Runde sind wir hier. So, ich habe Ihnen vorhin erzählt, dass ich die alle drei Male immer direkt runterspringe. Und er hat gesagt, ja, mir passiert nicht. Und er ist einfach runtergegangen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht bei mir passiert. Ja, aber du hast angedeutet. Nein, habe ich nicht. Ich kann hier was reinschneiden von dem, was du meinst und... Oh fuck, ich habe keine Blöcke mehr. Ja, moin. Was soll ich jetzt hier machen? Ich werfe das Eisen in die Mitte. Ja, mach mal. Die denken sich so, ja, das baut Eisen. Nice, da kommt schon ein Roter zu uns. Nice, er hat unser Bett fast abgebaut. Nice. Und ich habe ihn nicht gekillt, sondern irgendein anderer von unserem Team. Ich. Nice. Und ich habe immerhin einen getötet gerade. Aha. Ah, den habe ich immerhin getötet. Nein, unser Mate, der wahrscheinlich nicht mal irgendwas kann. Also Scrim, ich? Der Scrim 1337 aus dem Clan Plypro. Sammelt wieder nur. Oh, alles klar. Ich würde auf Team Grün gehen. Einfach mal so. Ich weiß nicht wieso, vielleicht weil deren Weg ungefähr zwei Blöcke unter unserem ist oder so. Und nice, da kommt schon wieder ein. Oh. Ja, ich bin nicht blöd, ja. Ja, ich hab gedacht, du stehst in dem Haufen drin. Ich hab gedacht, du stehst in dem Haufen drin. Ich mache ja wenigstens F50, wenn ich hier drin stehe, sodass ich wenigstens noch ein bisschen was sehe. Soll ich dir irgendwie helfen? Nein! Was? Ich hätte fast das... Digga. Wie er einfach da steht und so tut, als... Und dann... Welcher Vollidiot hat aus unserem Team den Block abgebaut? Ich warte einfach mal auf dich, weißt du was? Ich stelle mich jetzt hier oben hin, wehre Gegner ab, weil da schon wieder ein Roter zu uns kommt. Der will's nicht aufgeben, ne? Denkt, dass wir scheiße sind. Das sind wir auch. Ja, ich wollte gerade sagen. Nice, jetzt wird der Rote von einem Grün getötet, der auch zu uns kommt.
Und ich hab den einen gerade mit einem Knockback-Stick abgeschlachtet, sagt man das so? Nein, getötet. Okay, jetzt gehen wir auf grün, weil da ist einfach niemand mehr. Ja, ich sag doch grün. Ich sag's von Anfang an, aber ich brauche erstmal genug Bronze für einen Knockback-Stick oder so. Und ja, vielleicht noch eine Spitzhacke und ein paar Blöcke. Da kommen riesige, viele Leute zu uns, glaube ich. Digga, dieser Grüne macht mit seiner Faust so viel Knockback wie mit. Ja, jetzt wohl die ganzen Knockback-Pros. Ne, warte, kommt wieder ein Roter zu uns. Ach ne, da geht's mit dem Grün. Ah, das ist cool. Ah, das ist cool. Team Grün fuckt mich richtig ab. Die sind richtig scheiße. Laden einfach nur einmal und dann fliegt komplett. Ich hab gleich Team Blau, ne? Ja, ich sehe es. Hauptsache, da kommen drei Leute auf dich zu. Ich hab ja gesagt, ich hab sie gleich. Oh mein Gott. Okay, vielleicht auch nicht. Leute, aber wenn du mir hilfst, dann haben wir die safe. Wir haben die safe. Ich hab eine Rechnung mit Team Grün auf. Gib mir mal ein bisschen was. Ja, warte. Mach mir noch. Ja, ich hab kein Bronze mehr. Oh, da kommt wieder jemand zu uns. Wo? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall da. Ach nee, jetzt nicht mehr. Ah, der hat wahrscheinlich das Spiel verlassen. Ah, doch, Rot kommt. Was für ein Scheiß. Haha, ich hab den Kill. Das ist kein Kill. Trotzdem, ja, aber das wird immerhin gewertet, als hätte ich ihn jetzt gerade getötet. Siehst du? Wurde von MC Crafting Table getötet. Ah, so nett. Hi, MC Crafting Table. In the house. Du knockst hier runter, ja. Ich hab dir einen gekillt, Junge. Was? Ich lock sie alle runter. So, ich hätte ja gedacht, vielleicht hätte ich noch einen Kill, aber nein. Ist auch scheißegal. Ne? Ich hab mir ein ganzes Team gegönnt. Okay, jetzt bin ich noch ein bisschen mad. Jetzt bin ich mad. Very, very mad. Meine Güte. Mir wurde übrigens schon mal der Tipp gegeben, ich sollte mehr Emotionen zeigen. Ich hoffe, das reicht euch jetzt, ja? Lieber Kommentarschreiber, ist dir das genug? Hä, wann wurde dir das gesagt? Ich bin tot. Ich bin tot. Von wem? Ja, ich weiß nicht mehr von. Achso, von dem, der hinter dir ist wahrscheinlich. Von typischen Tom. Oh mein Gott, ich auch. Buntes Heft, alles klar. So, GG. Wir haben die Runde nicht gewonnen, aber ich nehme sie trotzdem. Aber wir spielen jetzt noch eine, weil ich will jetzt unbedingt gewinnen. Auf dieser Map, okay? Oder auch nicht? Okay. So, wie gesagt, lieber Kommentarschreiber, zeig mir, ob es dir jetzt gefällt mit einem Daumen hoch. Nein, Spaß. Schreib einfach noch einen Kommentar. Vielen Dank. Oder schreibt mal generell, ob ihr euch solche Emotionen... das war jetzt falsche... Ihr wisst, was ich meine. Und in der nächsten Runde sind wir jetzt natürlich auch hier wieder. Ich bin mal nicht runtergefallen. Ich auch noch nicht. So, und ich habe erstmal meine kompletten Blöcke dazu verschwendet, den Weg safe zu bauen für dich, mein Freund. Und ich klaue dir gerade dein ganzes Bronze. Kein Können, kein Skill. Oh, scheiße, ich hab's alle weggeschmissen. Kein Skill, aber einen guten Ping. Ich habe gerade den Kommentar ein bisschen durchgelesen. Der hat auch gar nicht übertrieben ein bisschen. Der hat irgendwie einen ganzen Roman geschrieben. Ja, ich weiß, ich finde es aber nett. Ganz ehrlich, ich finde es nett. Nebenbei auch an euch da draußen, schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ich verbessern soll. Ich finde sowas immer richtig geil und nebenbei Team Rot baut und so. Baut sich direkt zu uns. Brä. Punkt Nummer 1, den ich verändern sollte, sind wahrscheinlich meine Bra-Sounds, aber gut. Ich weiß, dass ich mein Mikrofon verbessern sollte, aber... Ja, das hab... Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Kommentarschreiber, sag's ihm mal selbst persönlich ins Gesicht, weil wenn ich's ihm sage, dann bringt das ja scheinbar nichts. Hi. SDDOO, du bist berühmt. Gleich, bald. Ja, wahrscheinlich, weil dich 5 Leute anschauen. Wenn überhaupt. Oh, nice, Team Rot. Oh, ich hab den mit der Faust getötet. Was nice wäre, wenn es bei dieser Map ein bisschen mehr vorne. Achso, ja, ist gut. Ja, das stimmt. Ich hab mal gedacht, ja. Oh nice, ich habe jetzt 33 Blöcks. 33 Blöcke. Also diese Skins da, diese Alex-Skins, die so richtig witzig sind, ich mag die. Ah, stimmt, du hast ja dieses Texture-Pack. Irgend so einem komplett unbedeutenden YouTuber. Ja. Hol dir doch mal das Gaming Bros Pack, Junge. Hol dir das Gaming Bros Pack. Ich kann's dir schicken, wenn du willst. Nee, danke. Apropos Gaming Bros. Kommt doch mal bei uns auf unseren Discord, The Gaming Bros. Link in der Videobeschreibung. Werbung vollkommen und ja. Hinter mir ist halt jemand.
ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich bin rausgerannt und komme jetzt wieder hier in die Base. Ja, nice. Ich habe eine witzige Geschichte. Ich habe einen Roten verfolgt, der zum gelben Team geht und wurde von einem Grünen getötet. Und es ist ein Roter. Ja, ach was. Ich kann gerade nicht. Jetzt wird grün. Ich habe einem Airhit gegeben, einen miesen Airhit. Was? Was ist hier los, oh mein Gott? Du weißt ja schon, was ein Airhit ist, ne? Ja. So, ich baue hier gerade mal bei uns in der Base ein bisschen was. Oh, und nebenbei, was auch... Ich gehe jetzt hier in dem Video in der Runde vollkommen auf diese Kommentare ein, ne? Was auch in dem Kommentar stand, ist das mit den Mausklickgeräuschen und so. Und da muss ich sagen, sprich ebenfalls mit Konstantin, das waren seine Mausklickgeräusche und nicht meine. Oh, das ist ein Gelber bei uns. Ja, ich. Ne, wirklich. Ah, oh, nice. Bist du tot? Nein, ich nicht. Ich bin gerade in der Mitte. Definitiv falscher Ort für mich. Und nice, komm, back mich zurück. Ich seh's. Wirst du überleben? Ja. Alles klar. Vielleicht doch nicht. Ich überleb's doch nicht. Ich hab's gesehen. Hab Spaß. Ne, es geht ja bei meinem Kanal nicht darum. Ne, deshalb ist ja auch Gaming Just for Fun. Das kann ich euch jetzt nur ganz kurz erläutern. Das heißt Gaming Just for Fun, weil es Gaming Just for Fun ist. Ne? Das heißt, ich scheiß auf irgendwelche Ranglisten oder irgendwelche Stats oder so. Okay, sind davon, dass es hier sowieso keine gibt, ne? Stats, Beta Bad Wars. Okay. Ich bin. Ja, scheinbar doch gibt's. Scheinbar gibt's doch Stats, aber gut. Auf jeden Fall, was soll ich jetzt sagen? Ja, wie gesagt, ne? Ich scheiß auf irgendwelche Stats, ganz egal, ob ich gut oder schlecht bin. Oder ich mach's einfach, weil es mir Spaß macht. Das steht auch in meiner Kanalbeschreibung. Und ja, ich bin gerade in dir. Okay. Siehst du, was ich kauf? Nein. Ich sehe dann das Innere deines Kopfes. Gut. Du kannst ja auch in mich, also wirklich in mich reingehen, glaube ich, oder? Ja, ich weiß. Aber wenn du. Ich will lieber nicht, das buggt. Ich flieg alle 3 Sekunden aus dir raus. Sobald du zum Beispiel runterspringst. Jetzt bin ich zum Beispiel gerade in einem Block drin. Ich schwitze jetzt erstmal mit Gold und allem Möglichen, weil ich hier gewinnen will. Ja, mach mal. Damit du vielleicht, wenn du die Runde nimmst. Ich nehme die. Zuschauer nehm die. Etwas gutes Gameplay sehen. Die Leute werden jetzt ausrasten, wie ich hier spiele. Ja, gut, das überlasse ich denen. Wie gesagt, der Name jetzt nochmal fett eingeblendet da oben. Ganz oben in der Liste. Du wirst wahrscheinlich eh nicht einblenden. Nein, aber halt in der Tab-Liste. Ich habe gerade Tab gedrückt. In der Tab-Liste, ganz fett, ganz oben. Guck mal, wie sie da kommen und ich den doch wegsperren, weil ich dumm bin. Guck mal. Und so, meine Freunde, spielt man nicht, wenn man gerne überleben. Oder in der Community überleben möchte. Von der Folge her, glaube ich, beendlassen wir erstmal dabei. 3 Runden. Ich glaube, ich kann einen 10-Minuten Zusammenschnitt schon irgendwie machen. Aber dennoch würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn nicht, ein Dislike. Wie gesagt, konstruktive konstruktive Kritik in den Kommentaren ist sehr erwünscht. Aber wie gesagt, gerne konstruktiv formulieren. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Übrigens, abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und Twitter. Twitter ist in der Beschreibung verlinkt, da wird immer was gepostet, wenn ich ein neues Video mache und Livestream oder blablabla. Ihr redet schon wieder viel zu viel. Ciao! Tschüss.